Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex-Info-Video. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man bei Apex Legends den Server wechselt, weil es aktuell noch immer so ist, wenn man auf dem falschen Server connectet, man immer noch starke Probleme teilweise hat. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie das geht. Ich zeige euch das anhand der PlayStation, die Vorgehensweise sollte bei der Xbox genauso sein. Bei der Xbox braucht ihr lediglich den Bestätigen- und den Abbruchknopf. Ist eine Sache von 1-2 Minuten und danach ist die Sache erledigt. Wichtig ist, ihr startet jetzt erstmal ganz normal das Spiel. Und sobald ihr mit X oder auf der Xbox mit dem Bestätigen-Button das Spiel quasi öffnet, bestätigt ihr das einmal und müsst dann ganz schnell abbrechen drücken. Auf PC weiß ich leider die Vorgehensweise nicht, deswegen, wie gesagt, hier zeige ich es anhand der PlayStation. So, jetzt steht hier fortsetzen. Jetzt drückt ihr einmal X, also bestätigen, und drückt dann ganz oft abbrechen. Also quasi Kreis auf der PlayStation. So, und an der Stelle warten wir jetzt circa 40 bis 50 Sekunden. Ich spule jetzt kurz vor und dann erkläre ich euch, wie es weitergeht. So, die Zeit sollte jetzt abgelaufen sein. So, jetzt drückt ihr einmal wieder bestätigen und dann sofort wieder abbrechen. Reicht einmal, man muss nicht drauf loshämmern wie am Anfang. So, und jetzt seht ihr, hier unten ist die Datenzentrale erschienen. Und jetzt müsst ihr mit dem rechten Analogstick bestätigen, also reindrücken, und so öffnet sich das Servermenü. Standardmäßig seid ihr mit Salt Lake City verbunden. Zumindest war das bei mir und vielen anderen so, und der Ping 174 ist absolut unterirdisch, und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum das manchmal so ist, dass die Serverprobleme so krass sind. Ich verbinde mich meist. So, jetzt sieht man es nämlich auch gelb hier, dass ich mit Salt Lake City verbunden bin. Ich gehe jetzt runter bis Frankfurt 1 und Frankfurt 2 gibt es. Müsst ihr je nach Region, für alle, die in Deutschland sind, würde ich euch Frankfurt 1 oder 2 empfehlen. Der Ping ist absolut klasse. Ihr bestätigt das einmal mit X. Geht nochmal in die Datenzentrale, um zu kontrollieren, ob es hängen geblieben ist. Wenn ihr das ausgewählt habt, bleibt das, also zumindest war meine Erfahrung, bleibt das für ein paar Tage bestehen. Guckt einfach alle 2-3 Tage, ob die Einstellungen immer noch drin sind. Bei mir war es nach 5-6 Tagen, musste ich es wieder neu einstellen. Da das, wie gesagt, nur eine Sache von 2-3 Minuten maximal ist, ist das schnell erledigt. Das war es soweit von mir, wie man den Server bei Apex Legends wechselt. Wollt ihr täglich auf dem neuesten Stand von Apex sein, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Lasst dem Video gerne einen Daumen da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich streame auch regelmäßig für die, die mich noch nicht kennen. Das war's von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen 1. Mai. Und für diejenigen, die relativ zeitnah immer meine Videos gucken, starte ich heute im Laufe des Tages noch einen Livestream. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.